Moshi Moshi Leute, hier ist Prayas 80 und wir spielen Cave Story. Nun, in der letzten Folge haben wir erfahren, dass wir Roboter sind. Ich kann das nicht noch durch die Tür. Gucke ich mal ein bisschen mal um, vielleicht treffe ich ja Jack. Und ja, wir müssen jetzt eigentlich jetzt zur Sandzone, um diese roten Blumen platt zu machen, bevor der Doktor sie für seine Zwecke benutzt, um aus Mimigans gefährliche Waffen zu machen. Und ich glaube, die Wirkung konnte man auch gut sehen. Ach, verdammt, ich hätte mir Quallenfisch holen sollen. Okay. Oh, ja. Nur das Problem ist, wo wir hin müssen, das ist ein äußerst gefährlicher Ort und nur wir sind dafür geeignet, weil wir dafür erschaffen worden sind, weil, wie gesagt, Roboter und so. Togos Bruder Arthur fought against a horrific red monster. Togos Bruder Arthur kämpfte gegen ein schreckliches rotes Monster. Der schreckliche Dämon dieses Island. Wieso Island? Wie wär's mit Inselmädel? Der schreckliche Dämon dieser Insel, das Mimigans frisst. Na, wie reizend. Das ist nicht der Doktor, es ist etwas anderes. Dieser Dämon hat auf dieser Insel lange Zeit gelebt. Ja. Es kam hier zu einem Dorf. Dort aß er einhändig. Drängte ihn zurück. Es kann auch Fische erlauben. Ich. Oh, Menno, ich kann es nicht übersetzen, richtig. Das ist so peinlich. Ich werde es niemals vergessen, solange ich lebe. Na super. Er mag endgültig vom Doktor getötet worden sein. Aber er war ein wahrer Held. Okay, ich muss mal zurück. Ich muss mir nochmal Quallenfisch schollen. Da ist ein Feuer. Und das heißt, da ist was Feines. Ah, oh, Mist, ich hätte es schaffen können. Shit. Soll ich es versuchen? Kannst du ja mal versuchen. Ich versuch's mal. Ach, mache ich, wenn ich wieder. Ich vergesse mal, dass ich da nicht springen will. Was mache ich, wenn ich wiederkomme? Ich gehe noch nicht dahin. Ich will mir noch was holen. Ja. Habt ihr gerade beim dritten Bild den Schiddel gesehen? Und sowas läuft da rum. Ich komme gleich wieder, Leute. Na, bevor es heißt, hättest du dich vorbereitet, hättest du das Schlimmste verhindert. Sorry, Leute, das ist nicht der Fall. Hat's geskriptet und so. Huch. Hätte ich aber schon. Hat die mal den Schrott weggemacht. Haut ab. Ich will nicht mit euch befreundet sein. Ihr seid mir zu schwer. Ihr liegt mir so schwer auf mich. Och. Da ist er. Das ist ja die Metroid-Qualle. Vergiss es, Leute. Ich mag's nicht. Wenn man auf mich plumpst. Ach, wer hat dich denn gerufen? Aufdringlichkeit ist uncool, Leute.
Na super, jetzt kommen die nächsten. Geht doch tot. Boing. Das Viech hört man meilenweit. Die Vibration spürt man wirklich. Durch den Gamepad. Ja. Ich würde schon sagen. Bist du abgestürzt oder was? Ich hab's doch einmal geschafft. Jetzt schaffe ich's nicht mehr. Sammeln wir mal wieder die Dinger ein. Und schnell zurück. Vorsicht. So. Hallo, komm schon. Ach, nicht so hoch. So, Leute. Ich will dir mal was fragen. Mal sehen, vielleicht sagt er was. Einen neuen Text, aber... Nö, erzählt mir noch, dass ich mich vor den Plumpsbärchen so in Acht nehmen soll. Powercriders. Da heißen tatsächlich machtvolle Viecher. Besuchen wir mal wieder Santa. Komm rein mit dir. Ach ja, auf keinen Fall da rein, diese Stacheln. Mir geht es immer nicht in den Sinn, warum man eigentlich Todesfallen in seiner eigenen Wohnung hat. Erhielt some kind of question. Ich hörte draußen so eine Art Crash draußen eine Weile. Und die Schreie des Terrors. Oh, das war Katsuma und der Doktor. Alter. Ich kann es mir auch so bildlich vorstellen. Naja, was steuert auch bitteschön ein Motorbike, das keine Bremse hat? Ja, das ist doch nun mal gefährlich. Ich glaube auch, dass Katsuma auch ein kleiner Tollpatsch ist in dieser Hinsicht. Ach so, ich kann mich auch mal gleich heilen. Ich komme gleich, Leute. Ich will noch was holen. Da kann ich jetzt zu dem Mampfer gehen. Der nichts tut, außer zu mampfen und zu mampfen und nochmals zu mampfen. Weil, naja. Dass er keinen Ärger kriegt, hallo. Ja, das stimmt. Ist da irgendwie eine Party oder sowas los? Na, du hast dich ein sonniges Gemüt, kann das sein? Naja. Nichts außer Fressen im Kopf. Ich hoffe, ich muss hier nochmal losgehen. Und nochmal Quallensoße holen, weil jedes Mal dahin laufen und das holen, naja. Blabla! Was ist das? Ja. Oh, wie süß. Ich mache Seifenblasen. Oh, ist das nicht putzig? Oh, wie süß und all das. Damit kann ich echt einen blasen. Nein, dann lieber wegblasen. Wie war das so bei Demolition mit? Wir blasen ihn ein. Weg. Wir blasen ihn weg. Ich finde das so geil. Allein der Gesichtsausdruck von Sylvester Stallone. So sagen, weil... weil... Da hat er aber eindeutig Kopfkino gehabt. Okay, dann gehen wir mal dahin. Auch kein schlechter Film. Und Wesley Snipes ist eigentlich ein cooler Bösewicht.
Ist ja Wesley Snipes, oder? Ich glaube schon. Kann aber sein, dass ich hier mal wieder verwechsel. Das ist die Sandwüste und... Und die Musik ist... Oh, cool. Wer ist denn das? Schaut doch mal... Da im Haar, was ja... Sie hat auch so ein grünes Ding wie ich und... Gleiche Hautfarbe. Na, wer bist du? Ausrufezeichen? Und... Geht einfach weg. Hm. Was hat das zu bedeuten? Und sie ist weg. Ach ja, ich vergiss ja. Hier sind ja auch solche... Hm. Jetzt muss ich mal fleißig Waffen wechseln. Nein! Oh, verflixt nochmal. So. Kommt mir her. Jetzt ist mein Aufleveln ein bisschen schwierig. Es ist nicht unmöglich. Wir gucken, die fliegen recht niedlich. Wenn sie mir nicht Schaden machen. Hallo? Hallo? Huhu? Hm. Würdet ihr mal bitte mal mir Aufmerksamkeit schenken? Ja, super. Hallo, Triforce, komm mal runter. Geodreiecke. Aber wer war das Mädel? Ich weiß schon, wer das ist. Mein zweiter Lieblingscharakter. So. Komm. Ich will bubbeln. Bubble. Hey. Ich bubbel dir ein. Ja. Ich wäre auch nicht so nicht beeindruckt, wenn jemand mir mit Seifenblasen kommt. Und komm. Komm schon. Okay, jetzt könnt ihr ein bisschen weiter schießen. Erinnert ihr mal noch an das kleine Pony? Also Quatsch. Das kleine Pony. Jetzt wiederhole ich den Fehler. Ich meine, mein Little Pony. Das kennt ihr sicher. Ob ihr glaubt nicht, aber in den 80ern gab es eine Serie. Damit. Die auch mein kleines Pony hieß. Und darunter waren auch Einhörner. Und eines dieses Einhorn hieß Schäumchen. Und dieses Einhorn hat tatsächlich auch mit ihren Hornen so. Ja, Bubblebläschen gemacht. Ich kann mich ja daran sehr gut erinnern. Weil ich das Pony unbedingt haben wollte und ich habe es auch irgendwann bekommen. Es war Secondhand, Flohmarktmäßig, aber... Oh, hört auf, mich zu belästigen. Ihr seht zwar niedlich aus, aber ihr seid kleine Arschgeigen. Und ich merke... Oh. Hätte es nicht eigentlich dann... Mal so raufgehoben und sagt, zack, hier hast du es. Nein, ging nicht. Ach, du schon... Nee. Oh. Langsam sind die Dinger praktisch. Oh. Dass Bubble so eine Wirkung haben kann. Naja, Schmeißfliegen stinkig und Bubble sauber und so gedönst. So, das will ich haben. Na komm. Komm. Okay. Hm. Na, dann wollen wir mal... Ups. Unnötige Verschwendung an Unimation ist unnötig. Ist das eine Cocktailbar? Okay, dann gehen wir mal rein. Okay, und da haben wir... Ja, das Mädel ist von davon gelaufen. Mist. Okay. Hallo. Ah! Hallo.
Wieso tragen die immer rosa? Besonders wenn es Blondinen sind. Oh, was ist... Wir haben einen Besucher. Die Betonung gefällt mir nicht. Ich weiß, was du suchst. Ach, wirklich? Wo sind die roten Blumen? Ich muss sie vernichten. Doch, wach auf! Hä? Mimika sind nicht unsere Feinde. Mimika sind nicht deine Feinde. Mimigas sind harmlos. Das weiß ich doch. Schlecht für dich, aber... Mel, was soll das? Ich bin auf ihrer Seite. Bitte was? Was ist dein Problem, Mädchen? Okay, wenn du so kommst. Na super, ich schieße auf Mimigas, um mich nur... Du schießt, du... Ach, sie kann das Ding aufladen. Oh oh. Aha. Alt Mädchen! Boah. Okay. Du. Nein! Ich bin einen verdammten Mimiker krepiert! Verdammt, ich hätte aufpassen sollen! Nein, muss... Scheiße. Oh, nein, ich hab... Fick dich, Spiel! Okay, das ist meine Schuld. Ich hätte speichern sollen. Fuck! Da hatte ich immer so große Reden. Ja, liebe Kinder, vergesst das Speichern nicht, damit ihr nicht plötzlich blöd dasteht und dann hält ich mich nicht selbst daran. Fuck. Okay, lässt sich nicht ändern, Leute. Also hören wir erstmal hier auf und das nächste Mal besuchen wir mir diese mysteriöse Blonde und stellen sie mal zur Rede, was diese Scheiße soll. Und warum zum Geier bin ich da reingesprungen? Naja, zu Nagiki. Okay, das war's. Ich bin Paujas 080 und wir spielen Cave Story.